Was geht, Leute? Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe das Gefühl, es wirkt ein bisschen so, als wäre dieses Video hier gesponsert. Das ist es aber tatsächlich nicht. Leider werde ich durch dieses Video hier nicht reich. Ich wünschte, es wäre so, falls irgendeiner der Marken, die ich hier in diesem Video nennen werde, dieses Video sieht. Unten verlinke ich euch auf jeden Fall meine IBAN einfach rübersenden. Heute kommt ein Video, das extrem oft angefragt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar das große und spannende Thema rund um vegane Ersatzprodukte. Und die Frage, die damit einhergeht, ist es gesünder oder ungesünder als Fleisch? Es gibt auch eine ganze Menge an Narrativen da. Darüber. Vor ein paar Tagen noch so ein Markus Rühl-Video gesehen, das in den Trends war. Warum muss ein veganes Lebensmittel immer aussehen wie Fleisch? Und das ist einfach irgendwie so ein Standardding, dass super viele Leute nicht verstehen, warum es überhaupt Ersatzprodukte gibt. Und diese Ersatzprodukte, das muss ich auch mal ganz kurz dazu sagen, die sind zwar vegan, aber die sind ja nicht nur für Veganer oder für Vegetarier gemacht, sondern die sind auch für Leute gemacht, die einfach Bock haben, ihren Fleischkonsum so ein bisschen zu reduzieren oder eben auch vielleicht mal auf Milch verzichten wollen oder sowas. Und deswegen diese Alternativ- oder Ersatzprodukte, die aber, und das möchte ich eben dazu sagen und an erster Stelle schon mal, trotzdem quasi den Originalgeschmack und die originale Konsistenz, das originale Aussehen versuchen zu imitieren. Weil, und das möchte ich auch mal ganz kurz sagen, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr vegan und davor war ich eine lange Zeit vegetarisch, aber ich schwöre auf alles, ich mochte Fleisch gerne, ich mochte auch Milch gerne und Joghurt und den ganzen Shit, Mann. Ich mag den Geschmack davon und es ist ja auch Fakt durch die ganzen Sachen, die da drin sind, diese Sachen machen ja fast schon süchtig vom Geschmack und natürlich ist das cool und schmeckt es lecker. Also ich bin jetzt auch niemand, der einfach irgendwie nur so runtergefallene Früchte essen möchte oder irgendwelches nur Gemüse oder so. Kann auch geil sein, aber mit so ein paar anderen Sachen schmeckt es teilweise einfach noch besser und deswegen schauen wir uns genau das heute genauer an. Tatsächlich haben Ersatzprodukte, wie ich das schon sagte, einen vergleichsweise schlechten Ruf. Na, wenn man hier mal so ein bisschen sich in den Medien umschaut, dann gibt es eine Menge Schlagzeilen drüber, dass die nicht so gesund sein sollen oder die Zusatzstoffe problematisch sind. Und das sorgt eben tatsächlich dafür, dass da viele Menschen, die sich damit nicht so genau auseinandersetzen, wirklich davon ausgehen, dass man das einfach nicht kaufen sollte, weil man sich sonst schlecht ernähren würde oder so. Und dann greift man, anstatt sich die vegane Salami zu holen, dann eben die echte Salami. Oder statt den veganen Frischkäse von Exquisa, könnt ihr mich sponsoren? Ich mache nur Spaß. Holt man sich dann den normalen Frischkäse. Also kommen wir aber gerade erstmal zu Kapitel Nummer 1. Was versteht man eigentlich unter Ersatzprodukten? Wie ich das eben schon erklärt habe, sind Ersatzprodukte im Grunde Lebensmittel, die zum Beispiel echtem Fleisch, echtem Käse, echtem Fisch in Aussehen und Geschmack ähneln, die aber eben nicht daraus bestehen, sondern aus anderen Zutaten. Man kann dazu allgemein sagen, Ersatzprodukte sind auf jeden Fall kein Muss, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Also man kann seinen Nährstoffbedarf auf jeden Fall auch anders decken. Aber in Aspekten macht es das auf jeden Fall einfacher und teilweise auch genussvoller, zumindest für manche, das ist ganz individuell. Der Vorteil ist nämlich, man muss geschmacklich auf nichts verzichten, also die meisten dieser Imitate kommen den Originalen wirklich schon sehr, sehr nah. Es gibt dazu übrigens auch eine ganze Reihe an Experimenten und Videos, die man sich angucken kann, wo Leuten Ersatzprodukte und Originalprodukte quasi zum Essen gegeben wurde und denen wurde nicht gesagt, was was ist und die konnten es nicht auseinanderhalten. Also es gibt Produkte, die schmecken noch nicht so gut, zum Beispiel ehrlicherweise, der Käse schmeckt noch nicht genau wie Käse, also Käse ist noch nicht so weit wie zum Beispiel Wurst, meiner Meinung nach. Aber wenn man umsteigen möchte oder wenn man den Konsum an tierischen Produkten etwas reduzieren möchte, ist sowas perfekt eben für diesen Umstieg. Ersatzprodukte sind auch nicht immer gleich Ersatzprodukte, sondern unterscheiden sich logischerweise extrem in dem, was darin enthalten ist. Es gibt große Unterschiede in Salz, Zucker und Fettgehalt. Manche Produkte haben sehr viele Zusatzstoffe und Aromen, andere haben davon weniger. Man kann es hier also super schwer pauschalisieren und all diese Schlagzeilen, die es da gerne gibt, die kann man sich sowieso sparen, weil wie gesagt, Ersatzprodukt ist nicht Ersatzprodukt, man kann das nicht über einen Kamm scheren. So ist beispielsweise eben so ein naturbelassener, natürlicher Tofu auf jeden Fall ein gesünderes und teilweise auch nährstoffreicheres Ersatzprodukt, wenn man das so möchte, als beispielsweise jetzt diese verarbeiteten Fleischsachen, die wir hier liegen haben. Ja? Ich erkläre euch gleich auch noch, woran das liegt. Es gibt aber eben super viele Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben zum Kochen oder sich auch damit nicht so sehr beschäftigen möchten, weil ich sag mal so, roher Tofu ist extrem geschmacklos, es schmeckt nach fast gar nichts. Das heißt also, du musst schon selber wissen, wie du das gut würzt und anbrätst und so. Nicht jeder hat da Bock drauf und deswegen ist zum Beispiel dann eben so ein Hähnchenfleischersatz dann manchmal einfach viel chilliger, wenn du den in die Pfanne schmeißt. Hat aber wie gesagt dann auch gewisse Zusatzstoffe und Aromen, die nicht ganz so gesund sind und auch der Salz- und Fettgehalt ist ein anderer. Man muss einfach wissen, es gibt da Unterschiede, ganz klar. Wie es aber eben auch bei Fleisch Unterschiede gibt und das erfahren wir jetzt gleich noch intensiver. Aber kommen wir damit auch direkt mal zum zweiten Kapitel und zwar zu Aromen und Zusatzstoffen. Also die ganzen Fleischersatzprodukte und auch diese Milchersatzprodukte stehen vor allem deswegen in der Kritik, weil da oftmals gesagt wird, die Zusatzstoffe und die Aromen, die sind problematisch. Das hört man ja auch ganz oft, ne? Wenn man sich mit Leuten unterhält, die davon nicht so viel Ahnung haben, die sagen dann immer so Dinge wie, ja, das kann ja gar nicht nach echter Salami schmecken, das ist ja nur Chemie, die da drin steckt. Und das, was diese Menschen mit Chemie meinen und was eben tatsächlich auch in der Kritik stehen darf, berechtigterweise, das sind Zusatzstoffe und Aromen. Da muss man aber dazu sagen, Aromen und Zusatzstoffe können, aber müssen nicht gesundheitsschädlich sein. Insgesamt sind in der EU 300 Zusatzstoffe zugelassen. Die Hälfte dieser Zusatzstoffe, also knapp 150, sind die mit so einem E vorne dran. Meistens so ein E und so eine Nummer, die gelten als grundsätzlich unbedenklich. 40 von diesen E-Nummern sind sogar als Bio-Lebensmittel zugelassen. Bei Aromen ist vor allem das Problem, dass die unseren Geruchs- und Geschmackssinn schädigen können. Kann danach tatsächlich süchtig werden. Also Fakt ist, in den letzten Jahrzehnten werden Produkte, also alle Produkte, immer mehr aromatisiert. Es wird immer mehr hinzugefügt und dadurch entsteht so eine gewisse Abhängigkeit. Wir brauchen immer krasseren Geschmack. Also ich weiß nicht, ihr müsst das mal machen. Ihr müsst mal so eine 1-, 2-, 3-wöchige Diät, also einfach beziehungsweise eine
deine Ernährung so umstellen, dass ihr wirklich mal einfach nur rohe Produkte, ne, soweit es gesund ist, beziehungsweise einfach Produkte nicht so stark würzt, keine verarbeiteten Produkte esst. Und dann werdet ihr schon merken, am Anfang denkt ihr so, ey, das schmeckt ja gar nicht so geil, das ist ja voll lasch alles. Das liegt daran, dass euer Geschmackssinn mittlerweile so kaputt ist tatsächlich durch diese ganzen Aromen und die ganzen Geschmacksverstärker. Das ist schon eine spannende Sache. Wie ich das eben gesagt habe, diese Aromen und diese Zusatzstoffe nehmen eben vor allem Kritiker dieser pflanzlichen Ersatzprodukte immer als Grund, um zu sagen, dass diese Produkte gesundheitsschädlich sind. Aber, und jetzt kommen wir zum spannenden Knackpunkt, tierische Produkte enthalten in den allermeisten Fällen mindestens genauso viele Aromen und Zusatzstoffe und sind deswegen kein Stück besser. Also für alle, die jetzt gerade dachten so, ah ja, die ganzen Ersatzprodukte, das ist ja nur Chemie. Nein, fast alle verarbeiteten tierischen Produkte bestehen genauso aus Chemie. Ein paar kleine Beispiele, die habe ich natürlich nicht gekauft, sondern die habe ich mir nur im Laden angeguckt. Gucken wir uns einmal den Schmelzkäse von Milkana an. Hier sieht man auch das E331, E339 und E451. Das sind eben die Zusatzstoffe, die da drin sind. Bei der Geflügelleberwurst, wenn man hier einmal drauf guckt hinten, hat man auch schon wieder genau diese Zusatzstoffe. Und in einer ganz gewöhnlichen Salami, wenn wir uns die einmal gucken, haben wir auch wieder Antioxidationsmittel und Konservierungsstoffe. Heißt also, und da könnt ihr euch auch jegliche andere Produkte angucken, einfach im Laden, dort wimmelt es auch nur so von Chemie, die wie gesagt mal gesünder und mal ungesünder sein kann. Grundsätzlich gilt aber natürlich, je mehr wir das reduzieren können, umso besser ist das. Und man kann das tatsächlich ganz gut mit Fleisch vergleichen. Wenn man ein richtiges, unverarbeitetes Bio-Steak isst, wo man auch weiß, die Tiere haben im besten Fall keine Antibiotika bekommen und wie gesagt, das Fleisch selber ist nicht industriell verarbeitet, dann ist das im Grunde kein ungesundes Produkt. Das muss auch ich als Veganer sagen. Aber genau das Gleiche gibt es eben auch auf diese Ersatzfleischprodukte bezogen. Also wenn du, wie gesagt, beispielsweise diesen Tofu hast, unverarbeitet und den selber würzt, so wie du dir dein Steak selber würzen würdest, dann ist es genauso wenig schädlich, hat genauso wenig Chemie drin. Es ist also immer nur eine Frage der Verarbeitung. Und das, was es hier eben pflanzlich gibt und was da kritisiert wird, gilt exakt genauso auch für tierische Produkte. Aber das war es noch längst nicht. Tatsächlich werden wir jetzt erfahren, dass womöglich diese Produkte hier sogar weniger gesundheitsschädlich sind als echtes Fleisch. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Wir kommen nämlich jetzt zum dritten Kapitel und zwar den gesättigten Fettsäuren. Die Albert-Schweitzer-Stiftung hat eine Untersuchung durchgeführt, in der Fleischalternativen mit echtem Fleisch verglichen wurden. Und dabei haben tatsächlich die pflanzlichen Produkte wesentlich besser abgeschnitten. Der Hauptgrund dafür ist, dass in diesen veganen Fleischersatzalternativen oftmals viel weniger Fett und damit auch gesättigte Fettsäuren enthalten sind, als eben in echtem verarbeiteten Fleisch. Wenn wir uns zum Beispiel nochmal diese Schweinesalami angucken, dann haben wir hier 9,2 Gramm gesättigte Fettsäuren drin pro 100 Gramm. Schaut man sich das jetzt mal für das vegane Ersatzprodukt an, sind das nur 0,7 Gramm. Und gesättigte Fettsäuren sind ja genau die, die wir möglichst wenig zu uns nehmen sollten, weil die gesundheitsschädlich sind. Wenn wir das Ganze auch mal bei Käse anschauen, auch hier, der vegane Käse hier von Simply V hat 17 Gramm gesättigte Fettsäuren, Gouda hat 19 Gramm gesättigte Fettsäuren, schenkt sich also nicht viel, aber es ist auf keinen Fall so, dass der Käse hier ungesünder ist. Hier in diesem Fall ist aber vor allem nochmal spannend anzuschauen, woher diese gesättigten Fettsäuren eigentlich kommen. Veganer Käse besteht im Wesentlichen aus Wasser, pflanzlichen Ölen und Stärke. Einige enthalten zudem noch Tofu, andere auch Nüsse. In Käsealternativen ist da also vor allem das pflanzliche Öl verantwortlich für den höheren Gehalt an gesättigten Fettsäuren. Viele dieser pflanzlichen Öle, wie zum Beispiel Kokosöl oder Palmfett, enthalten zur Hälfte mittelkettige gesättigte Fettsäuren, die tatsächlich für keinen so starken Anstieg des schlechten Cholesterins in unserem Blut sorgen, wie verglichen damit langkettige gesättigte Fettsäuren, die vor allem in tierischen Lebensmitteln dominieren. Das heißt also, es gibt auch nochmal Unterschiede in gesättigten Fettsäuren, ob sie mittelkettig oder langkettig sind. Und da sind eben die pflanzlichen, die gesünder sind. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel von diesem Fachwissen, aber ich finde es einfach auch ganz spannend, sich dann auch nochmal genau damit zu beschäftigen, weil es eben auch immer wieder heißt, diese Ersatzprodukte seien so ungesund. Kommen wir zum vierten Kapitel und zwar zum Thema Eiweiß. Denn auch das ist ein Gerücht, was man dann immer gerne hört, wenn man sich vegan ernährt oder in diesen Ersatzprodukten, da ist ja längst nicht genug Protein oder Eiweiß drin und dann kann man keine Muskeln aufbauen oder. Auch hier hängt es ein bisschen wieder von dem Ersatzprodukt zusammen, aber die meisten Sachen, die ich hier liegen habe, sind tatsächlich ziemlich eiweißhaltig. Veganer Fleischersatz basiert eigentlich immer auf pflanzlichem Eiweiß. Größtenteils werden da bei der Herstellung Hülsenfrüchte verwendet, also wie beispielsweise Sojabohnen. Zuletzt aber auch öfter sowas wie Erbsen, aber Tofu beispielsweise, das ja aus Sojabohnen besteht, ist eben auch ziemlich eiweißreich. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken und vergleichen, dann haben die Ersatzprodukte meistens einen sehr, sehr ähnlichen Eiweißgehalt wie die Originalprodukte. Wenn wir einmal diese Hähnchenkeule von Lidl anschauen und vergleichen das mit diesem Like Chicken Produkt hier von Like Meat, dann sehen wir, dass beide Produkte etwa 18 Gramm Eiweiß enthalten. Die Albert-Schweitzer-Studie kam sogar zu dem Ergebnis, dass es einige Produkte an Ersatzprodukten gibt, die sogar noch mal mehr Eiweiß enthalten als die Originalprodukte. Zum Beispiel Bratwürste enthalten zum Teil 70% mehr Eiweiß als die echte Bratwurst, die man sich an der Bude holen kann. Sojaprotein beispielsweise kann vom Körper super verarbeitet und aufgenommen werden. Das ist eben das, was hier drin ist. Teilweise eben sogar besser als Produkte von tierischem Eiweiß. Das sollte man einfach wissen. Also mit diesem Gedanken, du kannst dann keine Muskeln aufbauen, wenn du das hier isst oder so. Das ist im Grunde Quatsch. Gucken wir uns das hier mal an. Pflanzliches versus tierisches Eiweiß. Es gibt immer mehr Studien, die nachweisen, dass tatsächlich der Konsum von tierischem Eiweiß das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht, weil wir eben mit tierischen Proteinen mehr gesättigte Fettsäuren und Cholesterin aufnehmen. Tierisches Eiweiß erhöht außerdem den Spiegel an Wachstumshormonen, die auch dafür verantwortlich sind, dass Krebstumore schneller wachsen. Deswegen gibt es tatsächlich ein erhöhtes Krebsrisiko, wenn man viele tierische Produkte zu sich nimmt. Die Quellen übrigens, wenn ihr das jetzt anzweifelt oder diskutieren wollt, die habe ich alle für euch unten verlinkt. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich denke mir das nicht gerade aus oder so. Mir ist es jetzt auch nicht super wichtig, euch von irgendwas zu überzeugen. Wie gesagt,
gesagt, es geht nur ein bisschen um Aufklärungsarbeit. Eine Langzeitstudie der University of Southern California zeigte, dass Personen mit einem hohen Konsum von tierischen Eiweißen ein vierfaches Krebstodrisiko hatten. Auch Diabetes war eine häufige Todesursache dieser Gruppe an Leuten, die einen hohen Eiweißkonsum von tierischen Produkten aufwiesen, wodurch sich das Risiko eines vorzeitigen Todes um 74% erhöhte, was eine wahnsinnige Menge ist, wie ich finde. Das galt laut dieser Studie aber zumindest nicht für Veganer, die ihr Eiweiß aus pflanzlichen Quellen bezogen, wie zum Beispiel aus Erbsen, Soja und Fleischersatzprodukten. Pflanzliches Eiweiß kann sogar das Risiko an erhöhtem Blutdruck und Diabetes senken. Das also gerade dazu, vergleicht tierische versus pflanzliche Produkte. Ein bisschen Leute, die auch gerne dieses Pflanzen, das ist doch was für, keine Ahnung, Lauchs, gerne Lauch essen. Man kann sich das auch mal angucken, wenn man möchte, wenn man mal so ein bisschen ins Tierreich guckt, sind so die größten Säugetiere beispielsweise, sind auch die stärksten Säugetiere. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal in der Gruppe der Menschenaffen bleiben, das sind Gorilla, die sich ausschließlich pflanzlich ernähren, ist die kräftigste und größte Menschenaffengruppe. Schaut man sich die größten landlebenden Tiere an, nehmen wir zum Beispiel mal Elefanten von ihrer Kraft, guckt man sich mal Nilpferde an oder Giraffen von ihrer Größe. Das sind tatsächlich eben alles Pflanzenfresser. Man muss da jetzt keinen Vergleich rausziehen und mir geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, so ey, der Mensch ist eigentlich dazu bestimmt, was auch immer. Also aus der Biologie und aus dem, was wir wissen, ist der Mensch ein Allesfresser. Das muss man nicht diskutieren. Aber wir haben heute Möglichkeiten und ich möchte einfach nur grundsätzlich sagen, dass es nicht heißt, nur wenn man irgendwie zum Beispiel eben pflanzliche Eiweiße zu sich nimmt, dass man nicht daraus auch Kraft gewinnen kann oder so. Ne? Also damit wollte ich gerade nur aufräumen. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt nicht damit zu vergleichen, wie es in der Natur eigentlich aussieht, was wie wäre. Das war einfach nur gerade ein Punkt, den ich immer noch mal spannend fand. Kapitel Nummer 5, Medikamentenrückstände. Auch das ist spannend und wichtig, wenn man sich das hier anguckt und wenn man das hier mit Fleisch vergleichen möchte. Wenn wir nochmal bei dieser Hähnchenkeule von Lidl bleiben. Da ist es so, da kann man sehen, da gibt es keine Zusatzstoffe und auch keine Aromen, die ist quasi unverarbeitet. Man kann aber davon ausgehen, dass so eine große Keule bei einem Preis von 2,99 € und der Haltungsform 2 aus der Massentierhaltung stammt. Das ist also keine, die ein nettes Leben bei einem Landwirten hatte und der super gut ging, zu diesem Hähnchen. Sehr wahrscheinlich aus der Massentierhaltung. Damit diese Tiere aber bei dieser unfassbar nicht artgerechten Haltung nicht krank werden, werden ihnen meistens Medikamente zugefügt, wie Antibiotika oder Antidepressiva. Ich habe viele, und das möchte ich gerade an der Stelle dazu sagen, ich kriege viele Landwirte mit, die die Videos kommentieren oder mir persönlich schreiben und sagen, nein, wir geben unseren Tieren keine Antibiotika. Und ich sage euch, ich meine auch nicht euch, ich rede hier von der Massentierhaltungsindustrie, die dominiert mit großem Abstand den allermeisten Teil ausmacht an Fleisch, was wir konsumieren. Ich meine nicht eure 5 Kühe auf eurem Hof, ich rede hier von der großen Industrie. Es ist cool, dass ihr euren Tieren sowas nicht gebt, aber ihr seid nicht gemeint. Deswegen müsst ihr euch auch nicht angegriffen fühlen. Ich rede von der großen Industrie und das, was all die Menschen hier in der Großstadt, aber auch viel in der Kleinstadt und woanders, was die jeden Tag verzehren, was die kaufen, in Restaurants essen und aus Supermärkten mit nach Hause schleppen. Das schlechte, 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 schlechte Fleisch. 50% der Antibiotika, die es in Deutschland gibt, werden für Nutztiere eingesetzt. In jeder zweiten Probe von Rindfleisch konnte man Medikamentenreste nachweisen. Entzündungshemmende Präparate, die nennt man Antiphlogistika, werden auch immer wieder in Fleischerzeugnissen nachgewiesen. Die Liste ist lang, ist aber auch logisch, wenn man da noch einmal drüber nachdenkt. Diese Massen an Tieren, die dort eng an eng gefärbt in diesen Käfigen stehen, ja, und irgendwie ihre 6 Monate alt werden müssen, um maximal fett zu werden, damit man sie schlachten kann. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie schnell das gehen würde, dass die krank werden. Also wenn man sich jetzt am Coronavirus anguckt, uns Menschen, wie schnell das schon geht und wir mal vorstellen, wie schnell da, wenn einer krank ist, alle anderen anstecken würde. Deswegen werden die eben zugepumpt mit diesen ganzen Mitteln und eben das große Problem, A, Antibiotikaresistenzen. Wenn wir das zu uns nehmen, kann es sein, dass sich unser Körper bereits daran gewöhnt. Andere Bakterien können antibiotikaresistent werden, können sich dort ausbilden. Viel davon geht auch in unser Grundwasser, was dadurch verseucht wird. Muss ich euch nicht viel darüber erzählen, das ist einfach einer dieser riesigen Nachteile. Fisch ist übrigens nicht besser, es gibt ja viele, es ist immerhin schon mal ein Schritt zur Besserung, aber es gibt einige Leute, die ja sagen, sie essen kein Fleisch, aber Fisch. Fisch ist in den allermeisten Fällen wirklich ungesund, wenn man das isst. Auch da gibt es eine ganze Menge Antibiotika-Rückstände, eben auch Mikroplastik, was die über das Meer aufnehmen. Es gibt dort extreme Schwermetallbelastung, die erwiesenermaßen immer wieder ihre Höchstwerte überschreitet, die für den Menschen wirklich gefährlich sein können. Viele fragen sich dann immer gerne, okay, was, wenn ich keinen Fisch esse, wo kriege ich dann mein Omega-3 her? Da kann man super supplementieren. Also ich bin auch ein großer Fan von Supplements für Dinge, bei denen ich einfach weiß, ich kriege davon nicht genug. Und man kann auch Omega-3 teilweise auch schon durch, wenn man so eigene Sachen isst und so, aber wie gesagt, wenn man supplementiert, es gibt da vegane Supplements zu. Das hier sind so 2 Produkte, die ich empfehlen kann, und zwar einmal dieses hier. Hier hat man einmal veganes Omega-3, was ich esse, und dann gibt es noch dieses hier, das heißt Daily Vegan. Das müsste ich gar nicht zu mir nehmen, weil ich das eigentlich gar nicht unbedingt brauche, kann man das sehen. Aber da sind eben auch noch mal so Sachen drin wie Vitamin B12, K2 und so weiter. Ja, wenn wir uns mal Milch angucken, auch da ist es meistens nicht besser. In viel Milch gibt es meistens noch Spuren von Blut, Kot, Eiter. Meistens ist in Käse eben auch nochmal Antibiotikum drin, was eben vor allem gegen die Schimmelbildung wirken soll. Wir haben da also eine ganze Reihe an Dingen drin, die eben zusätzlich noch ungesund sind. Und diese Sachen sind hier logischerweise eben nicht drin enthalten. Also in den allermeisten Fällen sollte das nicht der Fall sein. Kommen wir zu einem Fazit. Ob Ersatzprodukte nun gesund oder eher ungesund sind, hängt immer vom Ersatzprodukt selbst ab. Das kann man nicht pauschalisieren. Deswegen sind diese Schlagzeilen teilweise ungerechtfertigt. Zum Teil stimmt es aber vielleicht, wenn man jemand ist, der ganz clean essen will, dann muss man ganz klar sagen, gibt es eben eine Vielzahl an Produkten, die industriell verarbeitet sind, die eben Zusatzstoffe und Aromen enthalten.
enthalten, die nicht unbedingt gesund sind. Auch was den Salzgehalt angeht, ist da teilweise relativ viel drin, um eben auf einen guten Geschmack zu kommen. Aber das gilt exakt genauso auch für die tierischen Produkte. Deswegen ist dieses Argument, das ist ja nur Chemie, was man hier isst, vollkommener Bullshit. In den meisten Fällen ist tatsächlich Ersatzfleisch und die vegane Alternative sogar die bessere Wahl. Denn wir haben in echtem Fleisch und echten tierischen Produkten A das Problem, dass dieses tierische Eiweiß und vor allem eben die gesättigten Fettsäuren und das Cholesterin ungesund für uns Menschen sind, gerade wenn wir es in einer großen Menge verzehren. Also die Idealempfehlung an Fleisch, die man essen sollte, ist eh super gering. Also viel, viel geringer als das, was die meisten essen. Bei Fleisch gibt es dazu meistens noch andere Inhaltsstoffe, die ungesund sein können, wie eben Antibiotika und vergleichbare Medikamente. Ein, zwei Sachen, die ich auch noch dazu sagen möchte. Das eine Thema ist natürlich, diese Ernährung ist wesentlich, wesentlich klimafreundlicher. Also falls das gerade jemand schon direkt wild in die Kommentare geschrieben hat, ey, aber der ganze Sojaanbau zerstört auch den Regenwald. Ja, tut der auch. Aber das Soja, was im Regenwald angebaut wird, das geht zu über 90% an die Tiere, die zu Fleisch verarbeitet werden oder die Milch produzieren. Das ist also das Futtermittel für die Tiere. Das Soja, was wir essen, das qualitative Soja, was zum Beispiel in Tofu drin ist oder sicherlich auch in Teil dieser Produkte, die hier liegen, größtenteils in Europa angebaut und da wird kein Regenwald für verbraucht. Ein Stück Rindersteak ist klimaschädlicher als ein Interkontinentalflug, müsst ihr euch nur mal vorstellen. Es gibt einen extrem hohen Wasserverbrauch hierfür. Aber wie gesagt, ich möchte diese Produkte jetzt nicht wie bei König der Löwen hochhalten und sagen, yo, das ist es. Das wurde bei König der Löwen nämlich genauso auch gesagt. Denn es gibt hier, wie gesagt, auch Produkte, die zum Beispiel Palmöl enthalten und Palmöl ist auch nicht die Wahrheit, dafür wird auch Regenwald abgeholzt. Aber diese Produkte stellen auf jeden Fall die bessere Alternative dar und in einiger Hinsicht sogar auch die gesündere Alternative. Das sind nur die Facts. Ich habe es recherchiert und die Quellen sind in der Beschreibung. Was ich jetzt aber ganz kurz noch als Mensch, Recherche vorbei, als Mensch gerade noch dazu sagen möchte. Ich möchte überhaupt niemanden irgendwie überzeugen oder es richtig dazu zwingen, vegan zu werden oder sich vegetarisch zu ernähren. Ich sage das immer wieder in meinen Videos. Es ist schon ein erster Schritt, wenn man einen Teil seines Konsums reduziert, schrittweise. Wenn ihr euch denkt, ihr macht irgendwie mal einen Grillabend oder so, ich schwöre euch, ihr kriegt geile Produkte, die genauso nice schmecken. Grillt einfach mal mit diesen Sachen. Meine persönlichen Favorites, um das am Ende des Videos noch zu sagen, das hier ist extrem nice. Green Mountain, ich kenne die Firma nicht genau. Plant-Based Filet, es schmeckt, ich schwöre, eins. Also, wenn man sich das sieht, man das hier, wie saftig das ist, Mann. Neu rausgebracht ist veganes Mett jetzt von Rügenwalder Mühle. Extrem lecker. Daraus baue ich mir demnächst erstmal einen nice Mett-Igel. Muss ich mir 20 davon kaufen. Diese veganen Fischstäbchen, die sind definitiv gesünder als echte Fischstäbchen. Echte Fischstäbchen sind fucking ungesund, da steckt nur Müll drin. Rügenwalder Mühle feiere ich eh, also da schmeckt eh fast alles geil. Diesen Aufstrich esse ich mittlerweile eigentlich fast nur noch. Also, beziehungsweise logischerweise statt echtem Fleisch. Diese Like-Meat-Sachen, die sind auch extrem cool. Also, die stellen auch sehr, sehr leckere Sachen hin. Das ist Like Barbecue Chicken ist, glaube ich, mein Favorite. Nicht der hier, sondern Like Barbecue Chicken. Ich bin nicht so ein großer Ersatzkäse-Fan, muss ich sagen. Da habe ich bisher noch nicht das Perfekte gefunden. Ich glaube, bei Tiefkühlpizza finde ich am besten Lyka, heißt die Firma, glaube ich. L-Y-K-A. Ja, und was Milch angeht, da gibt es tausend Sachen und das schmeckt mir schon seit Ewigkeiten besser als echte Milch. Einfach auch nur die Vorstellung, dass echte Milch aus diesen Eutern kommt, finde ich schon mittlerweile voll widerlich. Mag ich am liebsten Hafermilch mittlerweile, aber Mandelmilch ist zum Beispiel auch sehr lecker. Da gibt es auch super viele Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht die eine oder andere Frage beantworten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir können auch super gerne über die Themen diskutieren. Bitte, und das möchte ich nur dazu sagen, wenn ihr ganz klar der Meinung seid, sowas wie, ist das und das ist ungesund oder das und das ist aus den und den Gründen aber ganz anders, bitte gebt eine Quelle dazu an. Ihr könnt Sachen links unten mit reinpacken. Ich habe meine Quellen unten in die Beschreibung gepackt, die könnt ihr euch alle gerne durchlesen. Und wenn ihr eigene, andere Meinungen habt mit Quellen dazu, super gerne. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen geilen Tag, Mann. Wir sehen uns bald wieder. Und ja, wie gesagt, vielleicht probiert ihr davon auch mal was. Auch wenn ihr Fleisch esst oder so, probiert immer mal. Das sind geile Sachen, kann ich nur sehr empfehlen. Ciao. Oh. Ja, das passiert nur Veganern.